Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich habe eine Anfrage bekommen, ein Video für Anfänger zu machen. Das heißt, ich zeige euch, wie dieses Make-up mit ganz wenig Produkten aus der Drogerie zu schminken ist. Ich erkläre euch, wofür die einzelnen Produkte da sind und worauf ihr achten solltet, wenn ihr diese kauft. Es ist ein sehr natürliches Make-up, was ihr jeden Tag zur Schule, zur Arbeit oder in die Stadt tragen könnt. Und es ist ganz, ganz einfach. Ich zeige euch zunächst einmal, was ihr dafür braucht und dann, wie ihr das hier schminken könnt. Also, falls euch dieses Anfänger-Make-up interessiert, dann bleibt einfach dran. So, wir brauchen 8 Produkte. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber wenn ich euch zeige, was es ist, dann ist es gar nicht mehr so viel. Als erstes benutzen wir ein flüssiges Make-up. Und zwar nennt sich das Foundation und da zeige ich euch, wie ihr das auch mit den Fingern auftragen könnt. In einigen von meinen Videos zeige ich euch, wie man das mit einem Schwamm oder mit einem Pinsel aufträgt. Das geht aber auch mit den Fingern. Und das zweite Produkt ist ein Concealer, das heißt ein Abdeckprodukt, womit ihr Augenringe oder Hautunebenmäßigkeiten abdecken könnt. Dann ein ganz normales Puder, was für jeden Hauttyp geeignet ist, womit euer Make-up länger hält. Dann ein Rouge oder auch Blush genannt, womit eure Wangen sehr schön frisch aussehen. Dann ein Lidschatten, Wimperntusche oder auch Mascara, ein Augenbrauenstift und ein Lipgloss. All diese Produkte kann man entweder bei Rossmann oder DM kaufen. Und das einzige Werkzeug, in Anführungszeichen, was ich benutzt habe, ist einmal ein Puderpinsel und eine Wimpernzange. Die Wimpernzange braucht ihr nicht unbedingt, aber das erkläre ich euch gleich noch. So, fangen wir an. Und zwar das Wichtigste, was meiner Meinung nach auch das sein kann, wofür ihr am meisten von eurem Geld ausgibt, ist die Foundation. Das heißt, das flüssige Make-up. Und zwar finde ich dafür in der Drogerie am besten die Marke L'Oreal. Ich habe hier 2 Varianten für euch. Einmal, wenn ihr etwas trockene Haut habt, dann gibt es das Lumi Magique Make-up von L'Oreal. Das sieht so aus. Und dann gibt es einmal das Perfect Match Make-up von L'Oreal. Das sieht so aus. Das ist, wenn ihr eher ölige oder normale Haut habt. Das heißt, wenn ihr eher niedrige Deckkraft haben wollt, dann nehmt ihr das Lumi Magique. Und wenn ihr etwas mehr Deckkraft haben wollt oder eher ölige Haut habt, dann nehmt ihr das Perfect Match Make-up. Da ich davon ausgehe, dass ihr Make-up-Anfänger seid, zeige ich euch, wie ich diese flüssige Foundation mit der Hand auftrage. Das hat so einen praktischen Pumpspender. Ich schüttel das Make-up ein bisschen und pumpe mir davon 2 Stöße auf meinen Handrücken. Die Foundation ist dafür da, eure Unebenmäßigkeiten in eurem Hautbild auszugleichen, falls ihr sowas wie Pickel habt oder Rötung. Ich trage einfach ein bisschen auf den Wangen, Stirn und Kinn und Nase auf und verstreiche dann alles mit den Fingerspitzen. Passt auf, dass ihr hier am Rand ein bisschen zu eurem Hals runterblendet, damit es keinen fleckigen Übergang gibt. Einfach alles ganz gleichmäßig im Gesicht verteilen. So, ich habe zwar noch ein bisschen was auf meinem Handrücken, aber ich werde jetzt nicht alles davon verteilen. Hauptsache, das Gesicht ist etwas gleichmäßiger. So, als nächstes kommt der Concealer zum Einsatz und dafür nehme ich von Maybelline den Fit Me Concealer. Der hat hier so einen praktischen Stab, wo ihr das Abdeckprodukt auftragen könnt. Und zwar ist es dafür da, um alles abzudecken, was das Make-up nicht kaschiert hat. Zum Beispiel die dunklen Augenringe oder Rötungen oder Pickel. Ich trage das immer zunächst unter den Augen in einem halbmondförmigen Halbkreis auf, dann überall da, wo ich etwas rot bin und wo ich Pickel und Unreinheiten habe,
Das Make-up ist immer derselbe Ton wie eure Haut und der Concealer sollte immer eine Nuance heller sein. Dafür nehme ich jetzt meine Ringfinger und klopfe das einmal ganz vorsichtig ein. Unter den Augen solltet ihr besonders vorsichtig sein, da die Haut dort sehr dünn ist. Wir klopfen das Produkt, anstatt es zu reiben, damit es genau an der Stelle sich mit der Haut verbindet, wo wir es auch aufgetragen haben. Bei dem Make-up wollten wir es ja überall haben, deswegen konnten wir ruhig ein bisschen reiben. Aber wenn wir den Concealer nur an gezielten Stellen auftragen, dann ist das Klopfen am einfachsten. So, jetzt ist euer Hautbild schon sehr, sehr viel gleichmäßiger. Damit das, was wir jetzt aufgetragen haben, das heißt die Foundation und der Concealer, den ganzen Tag da bleiben, wo wir es auch aufgetragen haben, nehmen wir ein fixierendes Puder. Dafür nehme ich von Essence das All About Matte Fixing Puder. Es sieht sehr weiß aus, es ist aber durchsichtig. Das heißt, es ist für jeden Hauttypen geeignet. Also ihr braucht keine Angst haben, dass ihr danach ganz weiß im Gesicht seid. Dafür nehme ich meinen Puderpinsel und trage das einfach im ganzen Gesicht auf. Wie ihr seht, das verändert jetzt nicht die Farbe von meinem Make-up, sondern macht alles ein bisschen matt. Das heißt, da, wo wir vorher geglänzt haben, wird es matter. Und dadurch, dass die Feuchtigkeit ein bisschen dadurch rausgenommen wird, bleibt das Make-up da, wo wir es aufgetragen haben und hält auch länger. Und für den Concealer ist das besonders wichtig, damit er sich nicht hier in den kleinen Fältchen absetzt. So, unsere Base, wie man das nennt, ist schon aufgetragen. Das heißt, unsere Foundation, unser Concealer und das Puder. Jetzt kommen wir zu Rouge. Davon nehme ich von La Vera das So Fresh Mineral Rouge. Und zwar nehme ich dafür einfach den Pinsel, der unten in der Verpackung schon drin war, und streiche das einmal kurz hier drüber. Wir wollen nicht zu viel hier auf dem Pinsel haben, deshalb schlage ich den Pinsel zweimal oder dreimal hier am Deckel an. Das heißt, alles, was überschüssig war auf dem Pinsel, haben wir runtergeklopft und den Rest streichen wir auf die Wangen. Falls ihr euch nicht sicher seid, wo ihr es genau auftragen sollt, dann lächelt euch einfach im Spiegel an und alles, was überhalb dieser Grübchen hier ist, wird hier mit dem Rouge betont. Fangt lieber vorsichtig an, anstatt zu viel auf einmal aufzutragen. Das heißt, ihr könnt es ruhig mehrmals wiederholen, bis ihr die gewünschte Rötung erreicht habt. So, das Rouge haben wir aufgetragen. Ihr seht, dass ihr gleich viel frischer aussieht. Das heißt, ihr habt erstmal eine gleichmäßige Base aufgetragen und danach betont ihr eure Wangen wieder mit dem Rouge. So, als nächstes kommen wir zu Augen. Was ich besonders wichtig finde, sind Augenbrauen, da sie das Gesicht und die Augen einrahmen und sehr, sehr viel Ausdruck verleihen. Für die Augenbrauen nehme ich einen Augenbrauenstift von Essence in der Farbe Blond. Dabei ist besonders wichtig, dass ihr den gut angespitzt habt, damit ihr euch nicht sehr, sehr dicke Balken ins Gesicht malt. Dann nehme ich zuerst diesen Pinsel, der hier an der Kappe ist, und kämme einmal durch die Augenbrauen. Ich versuche ungefähr alle in eine Richtung zu kämmen, damit es mir später leichter fällt, die Augenbrauen nachzuzeichnen. Und jetzt gehe ich mit dem Stift einfach da lang, wo ich das Gefühl habe, dass meine Augenbrauen sehr hell sind und wo ich sozusagen Löcher habe. Also hier ist etwas weniger. Und dann nehme ich einfach den Stift und mache kleine strichelnde Bewegungen und fülle die Augenbrauen sozusagen aus. Ganz, ganz vorsichtig, nicht zu doll malen, immer etwas weniger und dann nach und nach mehr, anstatt auf einmal zu viel zu machen. So, und dann auch einmal mit dem Bürstchen dadurch.
damit sich die Farbe gleichmäßig verteilt. Und dasselbe auf der anderen Seite. So, die Augenbrauen sind fertig. Ich hoffe, dass ihr sehen könnt, dass jetzt alles viel definierter ist und das Gesicht viel mehr Ausdruck hat. Als nächstes mache ich mit den Augen weiter und dafür nehme ich zunächst einmal wieder meinen Concealer. Das ist nämlich ein Trick, dadurch sieht der Lidschatten viel, viel besser aus. Ihr gebt einfach ein ganz bisschen auf das Augenlid und verteilt das. Dadurch fallen Rötungen und zum Beispiel Adern, wie sie bei mir durchscheinen, nicht mehr so doll auf. Einfach alles mit dem Ringfinger wieder verteilen. So, jetzt habt ihr sozusagen eine weiße Leinwand oder eine hautfarbene Leinwand, worauf ihr den Lidschatten viel, viel besser auftragen könnt. Wenn ihr noch nie Lidschatten benutzt habt und oder euch nicht sicher seid, welche Farbe euch stehen, dann würde ich euch immer empfehlen, mit hellen Farben anzufangen. Ein sehr helles Beige oder eine goldene Farbe oder wie ich heute nehme, eine rosane Farbe lässt eure Augen strahlen. Ich nehme hier von L'Oreal einen Holographic Lidschatten. Ihr könnt dafür aber auch zum Beispiel einen Lidschatten von Essence oder P2 nehmen. Alles, was euch so gefällt. Aber wie gesagt, wenn ihr euch unsicher seid, würde ich immer eher eine helle Farbe nehmen. Ich nehme einfach den Applikator, der da dabei war. Streiche das durch den Lidschatten und trage das einfach nur hier auf mein bewegliches Lid auf. Dadurch, dass wir vorher den Concealer aufgetragen haben, kommt die Farbe sehr schön raus. Und hier passt auf, dass ihr nicht weiter als euer eigentliches Auge geht. Das heißt, ihr wollt nicht hier zu viel Lidschatten haben. So. Dabei könnt ihr es belassen. Ihr könnt aber auch ein ganz bisschen an euer unteres Lid machen, was ich euch jetzt zeige. Einfach da, wo die Wimpern auch sind. Nun benutzen wir noch einmal unseren Puderpinsel. Falls etwas von dem Lidschatten hier unten hingefallen sein sollte, dann streicht ihr das einfach mit dem Puderpinsel so ein bisschen weg. Als nächstes tusche ich meine Wimpern, damit meine Augen schön offen erscheinen. Dafür nehme ich von P2 die Glamour Doll Curl & Volume Mascara. Die habe ich bei DM gekauft. Und dafür nehme ich eine Wimpernzange vorher. Das ist kein Muss. Aber bei mir funktioniert es einfach nicht, die Wimpern zu tuschen, wenn ich sie nicht vorher mit einer Wimpernzange nach oben gebogen habe. Das ist aber absolut freiwillig und das müsst ihr auch nicht machen. So, für die Mascara hole ich euch ein bisschen näher dran, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. So, und zwar zieht ihr vorne das Bürstchen ganz vorsichtig da raus und streicht einfach alles, was zu viel an eurem Bürstchen ist, am Rand des Mascaras ab. So. Damit vermeidet ihr, dass die Wimpern schon direkt total klumpig sind, wenn ihr die auftragt. Dann setze ich die Mascara-Bürste direkt am Ansatz an und wackel so ein bisschen nach oben. In Zickzack-Bewegung trage ich quasi die Mascara auf. Ich nehme mal eben meinen Handspiegel dazu, dann ist es ein bisschen einfacher für mich. Und zwar fange ich ganz am Anfang an und dann ziehe ich bis durch die Spitzen durch. So, und das gleiche mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. Ihr könnt auch die unteren Wimpern tuschen, also ihr neigt euren Kopf nach unten und guckt dabei nach oben und macht dasselbe in Zickzack-Bewegung. Dasselbe auf der anderen Seite. So, die Wimpern haben wir jetzt getuscht. Als letzten Schritt trage ich noch etwas auf die Lippen auf. Und zwar nehme ich dafür die Total Matte Lip Cream von P2.
in der Farbe Berlin Club. Und zwar nehme ich bei Lipgloss oder Lippenstiften immer gerne einen Rosaton. Und zwar gilt das wie bei den Lidschatten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Farbe zu euch passt, dann nehmt immer lieber eine hellere Farbe, anstatt eine, die nachher zu dunkel ist. Diese Lip Cream hat wieder so einen praktischen Applikator, womit es ganz einfach ist, auf die Lippen aufzutragen. So, das ist das fertige Anfänger-Make-up. Ich habe lediglich 8 Produkte aus der Drogerie benutzt und 2 Tools, einen Puderpinsel und eine Wimpernzange. Und die Wimpernzange ist absolut optional. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und es hilfreich für euch war. Ich hoffe, ich habe euch gezeigt, dass mit wenigen Produkten ihr ganz schnell ein wunderschönes Make-up zaubern könnt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Produkten oder Auftragetechniken habt, dann schreibt sie mir doch unten in die Kommentare. Falls ihr noch weitere Make-up-Basics-Videos sehen wollt, dann schreibt es mir doch bitte auch. Ansonsten gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert meinen Kanal, um auch zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!